Freundinnen und Freunde draussen, herzlich willkommen zu dem neuen Video hier auf dem Kanal. Wunderschön, habt ihr heute eingeschaltet. Weil ich heute eigentlich kein Video machen wollte. Ich bin ein bisschen müde von den letzten Tagen, Wochen. Ich habe viel zu tun gehabt. Aber dann habe ich all meine Kraft gesammelt. All meine Energie gesammelt. All meine positiven Gedanken gesammelt. Was mache ich da? Und dann habe ich mir gesagt gehabt, nein. Ich kann euch an so einem wunderschönen Sonntag, wie er heute ist. Absolut hässlicher Sonntag. Ich kann euch an so einem hässlichen Tag nicht einfach allein lassen. Darum habe ich euch auf Insta wieder mal gefragt, ob ihr mir ein paar Fragen könnt schreiben. Also ich will ja nicht sagen, aber wer mir noch nicht auf Insta folgt, der sollte das jetzt spätestens machen. Fangen wir doch gerade mit der ersten Frage an. Chantal schreibt, Hoi. Gute Frage, Chantal. Der liebe und altbekannte Olivier fragt, was würdest du machen, wenn es YouTube eigentlich nicht mehr gibt? Wieder erfinden. Wie viele Bullies hast du? Das ist eine gute Frage, weil die fragen euch sicher immer, ey, der hat immer die gleichen Bullies in seinen Videos. Und das Lustige ist, im Real Life ist es einfach gar nicht anders, weil ich habe wirklich nur 3 Bullies daheim. Aber, ihr seht es, ich habe mir einen neuen Bulli bestellt. Könnt ihr mir mal Applaus geben? Und der Bulli ist sogar ein bisschen speziell, weil ich weiss nicht, das Logo kennt vielleicht der eine oder andere von euch. Ich sage jetzt mal nicht zu viel dazu. Ein absolut unaussprechbarer Name fragt, wie findest du das Aargau? Ist eine gute Frage, weil das Aargau ist ein Kanton, der geht finnisch in den Köpfen der Leute vergessen. Aber ich finde Google Maps ist eine gute Variante, es gibt auch physische Karten. Oder ansonsten fragst du auch auf der Strasse, wo das Aargau ist. Du bist so lustig. Die Michelle fragt, Lieblingskünstler? Das ist der one and only Künstler von der Schweiz, Jan Maria Fire! Weißt du, was ich gerade aufgestanden bin? Ich bin da gerade. Warte, man sieht es gar nicht. Dude, der ist genau. Dude, was machst du? Der Manuel fragt, hat ein Röhrli 1 oder 2 Löcher? Joel fragt, wenn du jetzt an die grössten Schweizer Talente gehen würdest, was würdest du aufführen? Das ist für mich natürlich keine grosse Frage. Mein Name ist Adrian, ich komme von Basel, meine Hobbys sind mit Freunden treffen, Rittiseile reiten und manchmal tue ich auch noch gerne Gutzli-Teig backen, um den Gutzli-Teig zu essen. Okay, wir sind gespannt. Danke. Entschuldigung. Die nächste Frage kommt von der Florina. Kriegst du es an, einen Satz über dich zu machen, wo jedes Wort mit dem gleichen Buchstaben anfängt? Beim Basketball bauen bin ich bombastisch. Bitch. Der Fidelio fragt, wenn ich Hamburger-Socken an den Füßen anziehe, sind es denn Cheeseburger-Socken? Nein, nicht schon wieder so eine. Die Melanie fragt, siehst du dich selber als Star bzw. als Promi? Das ist lustigerweise eine Frage, die ich noch viel nicht gestellt bekomme. Ich persönlich sehe mich logischerweise nicht als Promi, ich bin irgendwie auch nicht bekannt, habe ich das Gefühl. Weil ich bin irgendein Dude, der in irgendeinem Zimmer am Samstag Nachmittag Videos macht. Gut, außer am Montag am Morgen, wenn ich halb verschlafen aus dem Haus laufe und wieder irgendwie 20 so Paparazzis vor dem Haus stehen und mit ihrem Blitz fotografieren, weil das blendet so hart in den Augen. Der gute alte Peche fragt, kannst du mal deine ehrliche Meinung zu Mark Galaxy sagen? Okay. Ist auch eine Frage, die ich sehr wenig gestellt bekomme. Und ich glaube, jetzt ist auch der Zeitpunkt, um das Ganze mal anzusprechen oder einfach mal Retalk zu machen zu Mark Galaxy, was ich von ihm halte. Ja, ist ein cooler Sieg. Auch wieder ein Name, den ich nicht aussprechen kann. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du machen? Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir wünschen, dass dir alle das Video liken, ein Abo da lassen und natürlich die Glocke aktiviert. Jo, ist jetzt halt einfach so. Nein, das war es vom kurzen Q&A. Schreibt möglichst viele lustige, spannende, interessante, lange, kurze, komische, grosse, kleine Fragen in die Kommentare, die ich im nächsten Q&A kann beantworten. Könnt aber zum Beispiel auch ganz schlechte Witze in die Kommentare schreiben. Also, auf was wartest du? Kommentar, ich warte. Ich warte, bis du Kommentar geschrieben hast. Ha ha.
Nein, merci vielmals fürs Zuschauen, wenn es ein bisschen ein unaufwendiges Video war. Aber dafür, nächsten Sonntag kommt ein mega nice Video mit einer absoluten Schweizer Legende. Könnt ihr mal raten, was ist. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr nächsten Sonntag wieder einschaltet. Und bis dann, lo! Frieden und Florop! Fangen wir direkt mit der ersten Frage an. Sie kommt von Chantal 1402. Weiter kann ich nicht lesen.